Hallo, ja, moin zusammen. Ich heiße Erik, ich arbeite seit mittlerweile 10 Jahren im Altonaer Krankenhaus als Krankenpfleger. Ich bin Krankenpfleger auf einer Überwachungsstation. Und ja, Gesundheit ist, wie ihr alle wisst, ja auch die letzten Jahre ein richtiger Sumpf geworden. Die Bedingungen auf den Normalstationen ist in der Regel so, dass die Patienten stundenlang in ihren Ausscheidungen liegen müssen, dass man nur von A nach B rennt, sich um Infusionen, Blutdruck etc. kümmern muss, aber für Menschlichkeit ist einfach keine Zeit. Uns reicht's damit, wir haben die Nase voll. Wir können unseren Beruf auch nicht bis zur Rente durchhalten, weil das einfach überhaupt nicht menschenwürdig ist, wenn man wochenlang keine Pause machen kann, wenn man 10 Stunden die ganze Nacht durcharbeitet, nicht mal auf Toilette gehen kann, weil man sofort weiß, okay, da muss ich jetzt Patient XY dafür liegen lassen und man sieht einfach eine Menge Scheiße. Es war ein absoluter Fehler von der Stadt, die Krankenhäuser zu privatisieren gegen Volksentscheid. Danke. Und ja, was soll ich sagen? Also man hat natürlich irgendwie so seinen Beruf gefunden. Der Beruf kann ja auch teilweise schön sein, aber unter den Rahmenbedingungen ist er das einfach nicht. Und wir haben jetzt die Nase voll. Und ja, die Politik tut jetzt so, als würde sie endlich, Deutschland ist ja so eins der Schlusslichter, was das angeht, mal Gesetze einführen, die regeln, wie viele Patienten eine Pflegekraft betreuen darf. Dafür gibt es in Deutschland immer noch kein Gesetz, das ist eine Schande. Auf der Normalstation muss eine Krankenschwester teilweise 30 Patienten alleine betreuen. 30, und davon hat die dann, wenn die Pech hat, mal eben 18 zweistündlich zu lagern, muss noch Medikamente bestellen und es ist einfach zu kotzen. In jedem Scheißladen, der da hinten ist, sitzen 10 Leute drin und dürfen die Leute beraten, was sie gerne tragen möchten, welche Klamotten sie gerne hätten, und Oma liegt zu Hause in ihrem Stuhlgang oder im Krankenhaus oder im Pflegeheim in ihrem Stuhlgang rum. Diese Kommerzialisierung ist einfach krank. So, und die Bundesregierung macht jetzt endlich ein Gesetz, was festlegen soll, wie viele Patienten eine Pflegekraft betreuen darf. Und wer wird gefragt? Die Patienten? Nein. Die Pflegekräfte? Nein. Die Krankenhausbetreiber und die Krankenkassen dürfen das unter sich ausmachen und niemand fragt uns. Tut mir leid, aber das Thema macht mich stinkwütend. Das ist einfach eine Schande. So, wir haben jetzt unseren eigenen Volksentscheid gemacht. Wir haben unser eigenes Gesetz geschrieben. Da steht drin, wie viele Patienten eine Pflegekraft betreuen darf. Wir vom Fach haben das ausgerechnet und nicht die Scheißbonzen. Entschuldigung. Danke. Ja, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen beim Volksentscheid, 10.000 Unterschriften werden gebraucht. Voraussetzung, ihr seid über 16 und wohnt in Hamburg. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ich stehe da vorne, ihr könnt mich gerne ansprechen. Das legt halt einfach per Gesetz fest, wie viele Patienten eine Pflegekraft betreuen darf. Und klar, sicher gibt es momentan gar nicht so viele Krankenpfleger, weil die meisten Leute aus dem Beruf geflohen sind, eben wegen den Arbeitsbedingungen, weil man sich und der Menschenwürde der Leute einfach nicht gerecht werden kann. Und da hat die Politik halt auch ein riesiges Nachwuchsproblem und das muss angegangen werden. Aber dann müssen eben erstmal Betten gesperrt werden oder die Krankenhäuser müssen das irgendwie anders regeln. Aber es geht halt zum Beispiel nicht, dass dann in Deutschland das Vielfache operiert wird als in anderen EU-Ländern, nur weil man damit beispielsweise per Fallzahlen mit dem DRG-System Geld gewinnen kann. Also das Problem ist halt auch mega komplex. Aber sowas wäre jetzt erstmal ein Anfang, so dass man die Menschenwürde erstmal sicherstellt und dafür sorgt, dass die Patienten da einigermaßen betreut werden können, indem halt einfach eine Pflegekraft, sag ich mal, für maximal 8 Patienten da wäre und nicht wie es momentan ist für 30 oder sowas. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich stehe da vorne, wenn ihr Lust habt. Ich habe hier die Zettel in der Hand. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht.